Freunde, der Erik ist ja gerade hier und bereitet die Supra noch auf. Wir haben euch ja schon, ihr habt ja schon diesen roughen Porn von Frolix gesehen, ne? Okay. Der Aufbereiter des Vertrauens, da könnt ihr euch immer gerne hinwenden. So, guckt euch mal das an. Das spiegelt wie ein dickes Ei. Geil. Das ist jetzt schon fertig, die Seite hier. Das ist schon krass. Also muss ich wirklich sagen, das haut schon rein. Ich kann mich selber grüßen hier drin. Huhu. Brutal, hä? Geile Arbeit, Mann, Alter. Vielen Dank. Es wird hier noch vorm See fleißig aufbereitet. Es ist wieder Benjamin zu Hilfe gekommen. Einfach eine Eins. Und Juri ist richtig glücklich, dass die Teile wunderschön sauber werden. Feinstes Equipment hier, ne? Wir machen jetzt alles sauber an den Teilen noch, die verbaut werden. Wir werden hier parallel weitermachen die ganze Zeit. Ich bin auch langsam ganz schön müde. Wir waren noch gestern ein kleines Trinken, ein kleines Naschen. Es ist Sonntag 18.04 Uhr und in 4,5 Tagen fahren wir los. Guck mal, Shelly hat hier vorgesorgt für die Messe. Feinste Kleiderbügel. Einfach nur 1A. Werden wir die Klamotten dann präsentieren? Martin. Was? Ich finde, du bist ein toller Typ. Lass mich in Ruhe. Es ist jetzt nicht gespielt von Martin. Martin ist wirklich die Schnauze voll. Ich war eben einfach zu schnell am Zusammenbauen. Im Prinzip sind wir, ich sag mal so, wir sind eigentlich gut im Rennen. Heute war ja der tolle Supra-Sonntag, wo ich eine Probefahrt machen wollte. Aber leider Gottes ist heute früh, guck nicht rein, der Lichtring am Kolben ist leider kaputt, der Bremssattel vorne. Ja, Bremsflüssigkeit ausläuft, heißt, ich konnte quasi heute nicht fahren. Das ist schon das erste Mal auch passiert übrigens, man sieht es hier, sieht man das hier? Der Lack ist hier weggeplatzt. Ich habe hier schon, oh Gott, scheiße, ich habe hier schon geschliffen. Mit dem Rad. Immer positiv denken. Alles wird klappen. Kurz und knapp, ich bin jetzt gerade auf dem Weg. Ich bin gerade in Meran angekommen beim Steuerberater. Schnell noch Unterlagen abgeben, damit wir ein bisschen die Mehrwertsteuer drücken können. Treffen wir so Tossi schnell in Chemnitz auf der halben Strecke und werde dann einen neuen Bremssattel mitnehmen. Und ich habe bei Toyota angerufen, die haben deutschlandweit keine Dichtung da. Das bedeutet quasi, also für die Supra, bedeutet ein Monat Lieferzeit und das können wir natürlich 4 Tage vom Wörthersee nicht erlauben. Angekommen bei Kaido und Tossi, der hat 2 neue Sättel mit in seinem Lager gefunden. Da ist er. Zwei neue, die liegen hinten in der. Also einen Container geholt. Ich bin immer kurz davor zu heulen und dann kommst du und ich fange wieder an zu lächeln. Tossi, ohne Scheiß, ist unser Lebensretter für die Supra gewesen. Ohne Tossi hätten wir das Auto komplett stehen lassen können. Aber es sind alles Teile, die eh rumlagen, von dem her. Freunde, ich will in die Kommentare ein ordentliches Danke Tossi lesen bei allen. Wirklich. Da, wenn wir Burgmeister auf so einem Auto sind, das ist doch genug. Ah, das f*** einfach die ganze Welt. Wirklich. Wahnsinn. Ja. Dann läuft quasi die Bremsflüssigkeit raus. Man sieht es hier schon. Und es ist undicht. Heiß quasi. Tauscht jetzt den Sattel. Ich habe von Tossi nochmal exakt denselben Sattel wiederbekommen. Ich hoffe, der funktioniert jetzt und dann sollte das Problem gelöst sein. Er spielt alles gegen uns gefühlt, aber wir lassen uns hier unterkriegen. Aber nicht vergessen, Freunde, das Beste übrigens für die Zeit ist wirklich Wildfood für uns immer, weil man muss sagen, das hält uns hier gerade aktuell am Leben, weil wir keine Zeit haben für irgendwas anderes. Also wer uns unterstützt über Wildfood, denkt immer dran, mit dem Code RD48 könnt ihr 10% sparen. Geiler Stuff. Einfach eine geile Mahlzeit, wirklich, also ohne Scheiß jetzt. Dann morgen. Wir machen jetzt noch den Bremssattellack drauf hier. Wird noch schwarz gemacht, schon alles rundherum. Ich habe es gerade schon abgeschliffen. Drahtbürste behandelt, mit Bremsenreiniger gereinigt. Ich sehe schon echt fertig aus, muss ich wirklich sagen. Jetzt noch schon die Dinger schwarz machen, damit das noch ein bisschen ordentlich aussieht. Und dann müsste der Wagen fast fertig sein, außer, schon gesehen, wir werden nochmal den Ölwechsel machen müssen und hier. Da leckt's ein bisschen. Da leckt's ein bisschen. So, Freunde, ihr wisst ja jetzt mittlerweile, dass wir ein kleines Problem haben und zwar keine Räder. Leider. Sind wahrscheinlich durch ein bisschen Trouble nicht pünktlich am See. Also nicht pünktlich am See, nicht pünktlich bei uns. Heißt quasi 2 Tage vor Wörthersee. Haben wir eine Umfrage gemacht, wer uns mit Felgen aushelfen könnte. Und da muss ich wirklich sagen, danke. Brutal, was wir für eine Resonanz bekommen, wo Leute uns Felgen bauen würden, wirklich 2 Tage vorm See komplett neu bauen würden. Also mit neuen Betten versehen, was auch immer, die irgendwas umfräsen würden.
geisteskrank, wie viele Leute uns ihre Felgen anvertrauen. Ich war so begeistert, wirklich mit dem Juri und dem Frolix. Da muss ich wirklich sagen, danke an so viele geile Leute, vor allem die uns echt teure Felgen einfach leihen würden, nur damit der R8 an See kommt. Aber ansonsten, guck mal hier, das sieht schon fett aus, ne? Das Ding muss runter an See eigentlich. Dr. Benger macht seit 2 Tagen jetzt schon das Auto komplett sauber, bereitet auf, obwohl es noch nicht mal geklärt ist, ob der Wagen mit zum See kommt. Aber Benger hat den Motorraum vom Allerfeinsten geputzt. Guckt es euch an, Freunde. Einfach nur sexy. Für dass du kein offizieller Aufbereiter bist, das ist wirklich eine perfekte Arbeit. Vielen Dank. Muss ich wirklich sagen. Und ohne Scheiß, Benja ist so ein guter, Freunde. Durch Twitch haben wir den kennengelernt übrigens, den Benja, und hat uns schon bei vielen Dingen geholfen. Wir nehmen den Benja mit an See, der kommt mit unserer Chaotentruppe mit, weil er passt ja perfekt rein, also werden wir da mega viel Spaß haben. Tja, manchmal entstehen quasi auch Freundschaften durch Twitch, das ist schon echt kurios, muss ich sagen. Guckt euch mal die Farbe an, wie die hier im Licht wirkt, ne? Oh, ich weiß nicht, ob das so rüberkommt auf der Kamera, aber es ist so sexy. Und Audi-Ringe kommen wahrscheinlich ran, Freunde. Wahrscheinlich. Felgen. Das Wort hier. Ich finde auch mittlerweile übelst geil, dass das Ganze mit dem Carbon und dem Braun hier noch, ne? Und dem Braun sitzen. Das passt zu dem Grün so astrein. Ich liebe das wirklich. Es harmoniert richtig gut und ich denke, das hat man so oben noch nicht so gesehen. Nochmal ein kleiner Detail. Guckt mal hier, wie sauber das jetzt hier drin aussieht, oder? Oh, ich liebe das. Dann nochmal riesen Dank an Steffen, der übrigens kurzzeitig noch schnell uns die Endstelle einfach umgeschweißt hat mit Klappe. Sieht richtig gut aus. Hier, das hat quasi jetzt nochmal der Juri ein bisschen abgeflext, nochmal hier vorne ein Stück, der hat so ein bisschen angepasst. Marxi Marxen da hinten seht ihr, der baut gerade die ganzen Kabel für die Abgasanlage, für die Klappensteuerung und gefühlt alle anderen Elektronikthemen, weil es ist unser Kabelbaumschiff. Toni tankt schon den Porsche Cayenne, einfach der Reiche. Wir fahren jetzt schnell in die Fitnessarena, dort holen wir den Sprinter ab, Freunde, damit wir endlich unsere Klamotten für die XS Carnet abholen können im Lager in Thiendorf. Dort gucken wir uns leider mal um, was es Geiles gibt für Stühle, damit wir ein bisschen unseren Messestand gleich bestücken können mit dem guten Zeug von Tilt. Also da nochmal danke an René, Bremi und die ganzen Jungs, dass sie das möglich machen. Und dann müssen wir noch Tonis Porsche, der muss zu Toni seinem Vati, weil Tonis Vati freut sich extrem, endlich mal ein bisschen Porsche zu fahren. Nebenbei macht Turi jetzt gerade noch A8 Schweller fertig. Auf den High Racer Golf müssen wir noch Sommerräder montieren. Supra muss noch zur Achsvermessung. Ansonsten ist eigentlich alles durch, muss ich sagen. Sind wir so in 12 Stunden ist Abfahrt, also ein bisschen Programm haben wir noch, wie ihr merkt. Ich muss noch, wahrscheinlich muss vor allem meine Schuhe waschen, merke ich gerade. Scheiße. Ja, also wird wild. Ich nehme euch jetzt ein bisschen vlogmäßig durch den Tag mit, weil ich denke, das wird eine ganz witzige Nummer heute. Titten Toni. Ja, jetzt ist es soweit. Guckt euch an. Danke Robert und an die Fitnessarena, dass wir diesen geilen Sprinter kriegen. Einfach nur eine Chefbude. Mit ihn durch, mit Titten Toni. Wir fahren jetzt nach Thiendorf ins Lager und dann sehen wir uns gleich wieder dort. Was wir hier noch für geiles Zeug gefunden haben. Diesen geilen alten Stuff. Es sind noch 30 Poster davon da. Der wird auch weggehen. Geil, wirklich. Also muss ich wirklich sagen, erst rein. Und hier die guten Lagerarbeiter. Einfach der Beste, wirklich. Schön Sprinter vollgepackt hier. Toni ist fleißig. Oder wie er am Lottery-Zeiten heißt. Titten Toni. Schatz. Einfach der Macher. Toni will den Verkauf regeln, die Logistik. Toni ist richtig gierig nach. Ich mach gar nichts. Wir haben hier geiles Zeug. Wir haben hier zum Beispiel F40 Chronic ist noch dabei, Freunde. 787 B-Hoodie, Reststücken sind noch dabei. Hier sind noch wirklich richtig geile Raritäten dabei. Guckt mal hier. Das ist wirklich, kenn ich nicht. Toni, da bist du schon gierig drauf, ne? Ja, bin ich. Sehr gut. Nur mit tollen Sachen. Es gibt Caps zu verschenken von Tilt. Wirklich geiler Stuff. Wenn ich mit Toni in die Heimat fahre, gibt es natürlich immer ein Pflichtprogramm. Wir gehen zu Tonis Mutti und die macht uns so richtig geile Toasts in der Pfanne. Zeige ich euch gleich mal, das gehört immer noch mit dazu. Geil. Gute Essensrunde. Ja. Ja, bei Vogels. Einfach nur das Beste. Das ist das beste Toast aller Zeiten, Freunde. Guckt euch an. Wie machst du das, Mutti? Erklär mal kurz. Ja, eigentlich nur Toast. No? Dann kommt Kochschinken. Von innen und, ja? Und in der Mitte kommt Käse. Käse, genau. Oh, Kochschinken und Eiwälzen ist wichtig. Und den, ne? Eiwälzen, genau. Also, das ist ein Tipp von der Chefin, Freunde. Und das ganz ein bisschen Salz und ganz langsam braten. Ja, okay. Hier, guck mal an. Na, das sieht immer noch so gut aus. Das Essen ist einfach ein Traum hier. Klasse. Schmeckt. Klasse, schmeckt. So, ein schönes Auto, ne? Die Farbe ist schön. Na, erstmal rot, damit du dich hier umgewöhnen musst. Weißt du, wie ich bin, Fadi? Das sind aber, das sind doch Winterräder, ne? Das sind Winterräder, ja. Der spart halt ein bisschen. Und warum? Danke. Du, warum? Was ist mit den Winterreifen? Was? Das sind das Sommerreifen. Da hat er gesagt, der hat die Felgen. Nächste Woche kommen die neuen Felgen. Genau. Ach so. Gut. Na dann. Jetzt, Stefan, setz sie mal rein, komm. Ach, das ist ja Fadi, ja. Nee, ich brauch wieder wie früher. Wie früher. Ich hab damals. Das sehe ich besonders blöd aus. Das nee. Jawohl!
Maul! Das ist 1A. Nadel! Oh, ja. Gut. Lächeln! Mach ich! Das riecht gut, wirklich. Das riecht gut. Mach bloß mal die Mütze ab. Leute, wirklich, das ist eins. Ein normales Bild machen. Tonis Vati bekommt jetzt den Porsche von Toni eine Woche, wo wir am See sind, weil der Vati mal einen Porsche fahren will. Das ist doch einfach ein Traum, oder? Würde ich für meine Eltern genauso machen, Leute. Wie sehe ich das ganze Thema? So, irgendwie. Ja. Genau, musst du mal gucken. Und sonst machst du einfach hier Kupplung treten, wie normal ist. Kupplung treten. Und dann anmachen, machen wir an. Rechts rum? Ja, machen wir. Na, dann hast du ja Schalthebel, ist einfach ganz hier normal drauf drücken, zurück und so, ja. Ach, du musst so hier zurück? Genau. Ja. Das ist dann einfach normal. Bei der ersten Probe vor, da werden wir alle Autos weg müssen. Hier hinten. Also, ne, jetzt einfach nur ganz runter. Das machen. Ganz oben ist neutral. Das ist normal. Genau. Vorwärts. Das ist N. Normal. Genau. Das ist rückwärts. Das rückwärts, genau, und ganz oben. Genau. Gut. Okay, nochmal volle Karte. Oh, das sind ganz schön. Das ist gut, hä? So, jetzt, wenn ich was rausgucken will, nach oben. Warte, ich mach mal. Ein paar Sekunden später. So, Freunde, ihr macht euch absolut keinen Begriff. Ich habe wirklich das letzte Mal ein Auto auf mich angemeldet vor, ich würde sagen, 10 Jahren. Und da fehlten noch 35 Euro Kfz-Steuer, die ich noch nicht entrichtet habe. Deswegen konnten wir gerade die Supra nicht anmelden. Wir müssen jetzt in Bautzen schnell 35 Euro bezahlen mit der Originalbescheinigung nach Dresden. Und dann können wir das Auto anmelden. Wir haben nur bis 16 Uhr Zeit und wir haben aktuell, hier steht es, 13:43 Uhr. Also, Freunde, das wird eine knappe Kiste wieder hier. Das ist wirklich unglaublich. Und Vinci macht es möglich, dass es doch wahrscheinlich klappt. Ha, Wahnsinn. Guckt euch an. Toni ist einfach der Verladungsmeister. Wir haben ja schon mal drei. Die vier Semislicks. Ihr seht es im Dunkeln vielleicht nicht ganz so. Dann haben wir noch die Partybox dabei für man weiß nie, was passiert. Koffer sind drin. Grill ist dahinter, Freunde. Der Grill ist am Start. Zieht es euch rein. Och, einfach nur ein Monsterteil. Das ist die beste Ladungssicherung aller Zeiten. Ladungssicherung, Auto, Transportzug. In der Zeit ein anderer Freund, der Panda, der macht ein bisschen Lagerarbeiten. Der guckt gerade, wo die Wagenheber sind. Supra, Kennzeichen müssen noch eingebracht werden. Dann hier, A8, aber dazu gibt es dann später mehr. Auto muss noch verladen werden, der A8 auf dem Hänger. Benja und Rudi sind auch schon am Start. Wollt ihr mal schön Hallo sagen, jetzt mit Zuckerschnecken? Mahlzeit. Ah, Benja ist richtig gut gelaunt heute, wirklich. Naja, Morgen. Morgen, Rudi. Das ist Tobago Blau, Rudi 48i. Mhm, genau. Hier, kleine Jan, das heißt, er sorgt für die Corona-Tests noch unterwegs. Richtig. Damit doch alle wirklich sicher unterwegs sind. Übrigens, Janni ist Single und sucht doch immer noch die perfekte Begleiterin in seinem Leben. Nein. Also, wenn es ein bisschen umfangreicher geht unten rum an der Hüfte, dann ist Janni genau der Typ, der das... Folgende Problematik. A8 geht nicht auf den Hänger, ist zu tief und das, obwohl der Luft ganz oben ist. Das hätte ja schon längst oben sein können, wir haben es dreimal gesagt. Die Gemüter sind sehr erhitzt. Wir machen jetzt noch schnell bei unserem High Racer noch schnell die Sommerräder drauf, dass wir natürlich jetzt mit allerfeinsten Sommerschlüffen fahren. Also hier wird an allen Ecken und Kanten noch geschraubt. Die Laune ist hier aktuell gar nicht mehr gut. Juri, eigentlich habe ich mich gefragt, wie ist deine Laune aktuell? Ja, wirklich? Also, die Zuschauer wollen das so ein bisschen spüren. Ich bin hier Dokumentarfilmer. Der Film bei Galileo ist jetzt die große Dokumentation. Die Reise zum Wörthersee. Und hast du dir gewünscht, jetzt noch so die Räder zu wechseln, dass so richtig beschissen geht? Das ist wirklich das letzte Arsch. Ich kann es nicht mit Rinder reinfahren. Nee, das muss ich sagen, fühle ich nicht ganz so. Ist was auch gar keiner braucht um die Uhrzeit? Ein Typ, der dumme Scheiße quatscht. Wir sehen jetzt hier zwei Fahrwerksspezialisten in freier Wildbahn. Du bist von Haus aus jetzt tiefer. Dann nehmen wir. Du hast sogar, so doch, wenn du den jetzt 2 cm hochschraubst, also ist der immer noch ganz tief. Ist der immer noch ganz tief? Nee. Doch? Nee. Dann hast du mehr Hub, weil der ist einfach dann zu tief. Macht ja gar keinen Sinn, das Gewinde. Das macht keinen Sinn, den so tief zu schrauben. Na klar. Das ist Quatsch. Du hast schwer an, ich hab schon die Stempel drunter, es geht nicht hoch. Ich krieg die Karre nicht hoch. Martin, ich finde Ausreden sind der falsche Punkt hier. Guckst du selber an. Was machst du jetzt eigentlich hier? Um 3 früh? Sommerräder aufziehen. Ja, klar. Oh. So, der wird jetzt hochgeschraubt. In der Hoffnung, dass er dann noch länger passt. Ich sehe uns erst am Sonntag ankommen. Ja. Aber wir sind hier alle guter Dinge. Und das war vor Sonnenaufgang in Rotschein. Ich wollte noch mal fahren. Wann wollten wir noch mal losfahren?
3:45. Und das ist erst der Anfang. Das ist nur der Anfang. Aufladen A8. Oder drunter. Schmalster Hänger der Welt. Ja, oder nee, lass es so. Nee, guck mal. Nee. Wir müssen länger machen. Dann machen wir so, das könnte vielleicht schon gehen. Vielleicht springt er aber auch über den Punkt. Die Schnauze. Tetrismeister 87. Panda von hinten, okay. Ganz klar, der überwacht bloß, der ist der Prüfungsmeister. Aber das ergibt wirklich Toni. Glaube ich nicht. Glaube ich gar keinen Sinn, ne? Sinnlos. Langsam. Juri, ich hab eine richtig krasse Idee. Lass ein paar Achse fahren. Und nochmal den Aufruf an alle Singles da draußen. Mütter! Jani möchte einfach mal eine richtig schöne Milf knattern. Ey, der hat schon rumgeflogen. Oh, Schwein, das. Mach jetzt hier nochmal so ein. Kommt alles drauf aus Abend. Ey, das ist nur so ist gut. Mach mir Feuer. Mal hin, ich muss das anders machen. Ja, warte mal, ihr müsst. Nee, Schelle, wir haben gerade. So, lass mal so. Mach doch das Ding hier unten drunter. Nee. Nein, Schelle, lass mal. Komm, wenn die höher, da ist das Ding tiefer. Zieh ich ganz genauso. Geh weg. Jetzt haben wir aber Höhe gewonnen. Ja, Höhe drehen. Nee, langsam. 7 oder 8. Wahnsinn, wenn hier 28 Mann reden, das ist Wahnsinn. So, jetzt mal zusammen. Der schiebt mir so ganz anders, Alter. 4:11 Uhr, wir müssen um 7 in Nürnberg sein, wir müssen fröhlich auch noch in Chemnitz einsacken. Also, ich sag mal so. Das wird eine wilde Fahrt, Freunde. Und drückt uns die Daumen, dass alles glatt geht, weil wir wollen einfach mal endlich am See ankommen. Ich halte ganz kurz fest, Freunde. Wirklich, wir sind 2 Meter aus der Halle rausgefahren. 2 verschissene Meter. Und mir scheißt einfach ein Vogel auf die Motorhaube. Da könnte ich ausrasten. Wirklich, das kann es einfach nicht sein. Aber gut, wenn das Glück bedeutet, dann soll es so sein. Dann soll es einfach so sein. Dass du mal mit uns verreist, Pommes. Niemals gedacht. Geil. Also, Gepäck ist am Start. Die Jungs kommen natürlich wie immer eine Stunde verspätet. Freunde, wir haben es geschafft. Krieg ist überpünktlich angekommen. Aber es lag eher mir. Und hat ungefähr eine Dreiviertelstunde die Nacht geschlafen. Also, wir haben es jetzt früh um 5, denke ich mal. Gebt euch kurz den Sound. Okay, oder? Richtig geil. Also, erste lange Tour für die Super. Ich bin sehr gespannt, ob das gute Stück durchhält. Wir haben schon den ersten Unterdruckschlauch gerade rangeschraubt. Wird schon. Genau, wir werden jetzt die Jungs mit dem Hänger einholen und dann sehen wir uns wieder bei Hoffmann Racing. Ja, dann geht's wieder ein bisschen weiter. Ja.